Herzlich willkommen hier zu Welcome Back, eine einzigartige Gemeinschaftsaktion für SchülerInnen. Unsere Referentinnen, unsere Impulsgeberinnen heute sind Frau Edith Wolf vom Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart e.V. Vektor Stiftung, Silke Schmidt-Denker von der Stuttgarter Kinderstiftung und die Jule Fiedler auch vom Stiftungsnetzwerk Region Stuttgart. Und damit übergebe ich an Sie, Frau Wolf. Super, vielen herzlichen Dank, Herr Pialek. Mein Name ist Edith Wolf. In meinem normalen Leben bin ich Vorständin der Vektor Stiftung und in meinem Nebenamt, Ehrenamt, auch noch Vorsitzende des Stiftungsnetzwerks Region Stuttgart, wo wir versuchen, in der Region Stuttgart zusammenzuarbeiten mit allen Stiftungen, die es hier so gibt und die sich hier engagieren, weil wir der Meinung sind, gemeinsam geht es besser und gemeinsam erreichen wir mehr. Und zusammen mit meiner Kollegin, der Silke Schmidt-Denker von der Stuttgarter Kinderstiftung, die auch Mitglied in dem Stiftungsnetzwerk ist, möchten wir Ihnen gerne ein Gemeinschaftsprojekt vorstellen, welches wir letztes Jahr durchgeführt haben. Es läuft noch immer in Teilen, nicht das Gesamte, um natürlich einerseits Erfahrungen auszutauschen, andererseits aber auch ein bisschen zu diskutieren und hoffentlich anzustoßen, also gerade Frau Ohler, was Sie gerade vorhin erzählt haben, eben, dass wir in mehreren Regionen oder überall dazu kommen, dass wir einfach mehr gemeinsam arbeiten. Dieses Thema Kooperation ist ein schwieriges für uns Stiftungen, aber wir wollen Ihnen mal zeigen, dass wir ein schweres, großes Thema mit viel Glück und Zufall auch halbwegs gut hinbekommen haben. Fertig ist noch nicht. Und das würde ich Ihnen jetzt gerne ganz kurz vorstellen. Das Beispiel, was wir Ihnen geben, ist unser Praxisbeispiel. Das heißt Welcome Back. Und ich sage auch ganz gerne mal zu diesem Beispiel, wie eine Dompteurin die Zusammenarbeit von Stadt, Stiftungen und Wirtschaft koordiniert. Denn wie eine Dompteurin bin ich mir so manchmal vorgekommen. Ja, und jetzt erzähle ich Ihnen unseren Praxisfall, nämlich unser Beispiel Welcome Back. Was war die Ausgangssituation, die Herausforderung? Letztes Jahr waren wir im zweiten Pandemie-Schuljahr und einige von uns Stiftungen, aber auch eben Privateltern natürlich auch, wir haben gesagt, wir wollen, dass das neue Schuljahr irgendwie besonders beginnt. Wir möchten gerne allen Stuttgarter Schülerinnen und Schüler einen tollen Schulstart nach den Ferien schenken. Das war die Ausgangslage, das wollen wir tun. Wir wollen nicht einfach neu anfangen, sondern wir wollen was machen. Denn zwei Pandemie-Schuljahre liegen hinter uns. Die Schüler haben sich sehr einschränken müssen und wir möchten ihnen gerne was schenken. Es wurde viel gemacht für ganz viele, für Pflegende, für Alte, für alle Menschen hat man Rücksicht genommen und wir waren der Meinung, für Schüler hat man noch wenig gemacht und wir möchten ihnen gerne was schenken. So, wenn man was mit Schülerinnen tun will, wer sind dann alles die Stakeholder? Die Stakeholder sind ganz schön viele. Das ist zum einen natürlich die Stadt, die dortige Abteilung Bildung, das Schulamt, eben als Träger der Schulen, dann die Gesamtschulleiterkonferenz, so heißt es in Stuttgart. Das sind die Schulleitungen, die Lehrkräfte aller Schularten sind da versammelt. Dann die Schulsozialarbeit. Dann die Stiftungen, Unternehmen, Träger der Kinder- und Jugendhilfe. Die alle sind beteiligt, wenn es um irgendwas, wenn man irgendwas machen will in Schulen mit Schülern. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein toller Schulstart? Welche Dimension hat denn das Ganze? Wie viele Schülerinnen und Schüler und wie viele Schulen gibt es in Stuttgart eigentlich? Und dann sind wir, das war schon mal die erste große Überraschung, das wussten, glaube ich, niemand. Es gibt in Stuttgart 175 Schulen und insgesamt 62.000 Schülerinnen und Schüler. Also diese Dimension muss man sich zunächst mal vergegenwärtigen, wenn man den Anspruch hat, man möchte gerne für alle Schülerinnen und Schüler, niemanden ausschließen, etwas machen in einer Stadt. Was ist jetzt das Ergebnis? Was haben wir gemacht? Wir haben, Sie sehen, das sind jetzt weniger, nur noch 58.000 Schülerinnen und Schüler an 170 Schulen. Einfach im Gespräch kam heraus, es passt nicht für alle,
Aber für die hier, für 170 Schulen, passt das. Ausgenommen sind ganz schlicht die beruflichen Schulen. Da hat der Schulleiter gesagt, das passt einfach nicht. Aber alle anderen haben sich sehr gut vorstellen können, hier ein Dankeschön-Geschenk anzunehmen. Und entwickelt haben wir ein dreiteiliges Dankeschön-Geschenk. Der erste Teil ist der Well, also Welcome Back. Well, da geht es um das Well-Being. Das haben federführend die Schulsozialarbeiterinnen durchgeführt. Das ist ein ganzer Tag, also die sogenannten Stuttgarter Klassentage. Sie haben einen ganzen Tag Zeit bekommen, um mit jeder Klasse einen Reflexionstag zu machen. Wie waren die Erfahrungen in der Pandemiezeit? Einfach um nicht weiterzumachen, wie es war oder so, sondern einfach um einen Reflexionstag zu machen. Das war der Teil Well. Dann der zweite Teil, Komm, es gibt Eis. Das war der Fun-Part von diesem dreiteiligen Geschenk. Wir haben gesagt, alle Stuttgarter Schülerinnen und Schüler bekommen ein Eis. In einer Woche haben wir das ausgefahren, dann in der zweiten Schulwoche vom 20. bis 24. haben wir 50.000 Portionen Eis ausgefahren. Das zeige ich dann nach. Und der dritte Teil, und das ist der digitale Teil, warum wir auch heute hier sind, das ist der Teil Back. Und zwar haben wir hier gesagt, wichtig ist es uns, dass jede Klasse eine gemeinsame Aktivität, eine Aktion machen kann. Und Stuttgart hat 2000 Klassen, also diese 170 Schulen oder diese 58.000 Schülerinnen und Schüler, die sind in 2000 Klassen. Das heißt, wir haben die Aufgabe, 2000 Angebote zu sammeln, dass jede Klasse eine Aktivität gemeinsam machen kann, um die Klassengemeinschaft zu stärken. Und für diese Angebote, das zeigt Ihnen nachher meine Kollegin dann, wurde ein Online-Shop kreiert. Und das ganze Projekt ist eben ein Gemeinschaftsprojekt von diesem Stuttgarter Stiftungsnetzwerk, von der Stuttgarter Kinderstiftung und von der Stadt Stuttgart. Also nur zusammen kriegt man sowas Großes gebacken. Vielleicht ein Blick auf die Zahlen. Die für uns wirklich unvorstellbare Summe von fast 500.000 Euro wurden für diese Aktion gespendet. Es hatten viele das Bedürfnis, den Schülerinnen und Schülern etwas zu schenken nach zwei Pandemieschuljahren. Davon hat die Stadt Stuttgart auch 120.000 Euro gespendet. Und der Löwenanteil, 370.000 Euro, wurde aus der Zivilgesellschaft und von der Wirtschaft gespendet. Das waren in Summe dann 33 Spender. Das muss man erstmal fundraisen, das war viel Arbeit. Dann auch so eine imposante Zahl, 50.000 Portionen Eis haben wir ausgefahren in einer Woche. Da haben die Schulen mussten sich dafür anmelden. 108 Schulen wollten da mitmachen und wollten Eis bekommen. Das sind nicht alle, das sind 63% der Stuttgarter Schulen. Und dann der Teil Back, das sind die 2.000 kostenfrei Angebote in einem Online-Shop, dass sie buchbar sind, dass das Terminmanagement läuft. Das haben wir auch hinbekommen. Bis zum Stand 28.02.2022 wurden 912 Angebote gebucht. Also deutlich weniger, als wir haben. Deshalb haben wir auch gesagt, die Aktion läuft noch bis Ende des Schuljahres. Corona ist natürlich auch wieder, es gab viele Einschränkungen. Aber das Erfreuliche auch hier ist, 82% der Stuttgarter Schulen von allen Schulformen haben schon Angebote aus diesen Bereichen gebucht. Die Angebote, zeigt Ihnen nachher auch noch meine Kollegin, die sind wirklich aus allen Bereichen. Das sind Angebote aus der Kunst und Kultur, Natur, Sport, aus der Technik. Alle möglichen Angebote, immer mit dem Ziel Stärkung der Klassengemeinschaft. Wir als Klasse können etwas gemeinsam tun. Und jetzt übergebe ich sehr gerne an meine Kollegin Silke Schmidt-Denker. Ja, vielen Dank, liebe Edith, für die wunderbare Einführung. Mein Name ist Silke Schmidt-Denker, ich bin die Geschäftsführerin von der Stuttgarter Kinderstiftung. Und warum wir hier in diesem Projekt auch mit am Start waren, hatte mehrere Gründe. Einmal sind wir auch Mitglied des Stuttgarter Stiftungsnetzwerks über unsere Holding sozusagen der Bürgerstiftung Stuttgart, der wir als Treuhandstiftung angehören.
Und zum Zweiten ist, dass wir als Stuttgarter Kinderstiftung entsprechende Erfahrungen schon gemacht haben, einmal mit digitalen Buchungssystemen von Ferienangeboten, die wir in den Vorjahren angeboten hatten an Kinder und deren Eltern. Und der zweite Grund ist, dass wir in der Corona-Zeit auch eben diese Schulbooster-Plattform mit unter Beteiligung der SchulleiterInnen entwickelt haben und damit eine Homepage, auf der das dann abzubilden war und dieser Online-Shop, von dem Frau Wolf gerade sprach, bei uns dann mit auf diese Schulbooster-Seite implementiert werden konnte. Wir haben im Groben gesagt Copy and Paste die Ferienangebote genommen und haben die auf die neue Schulbooster-Seite gezogen, hat sie entsprechend weiterentwickelt und den Erfordernissen angepasst. Genau. Was waren die Ansprüche und welche Lösungen waren erwünscht? Also wir wollten diese teambildenden Aktivitäten, von denen die Frau Wolf sprach, den Lehrern und den Lehrerinnen so übersichtlich wie möglich aufzeigen, damit sie dann so schnell und so unkompliziert wie möglich das auch buchen können. Die Finanzierung dieser ganzen teambildenden Angebote, die war ja gesichert, die wurde ja übernommen über dieses große Fundraising. Und das, genau, dann wollten wir es übersichtlich darstellen, dass es eben auch intuitiv von den Lehrerinnen und Lehrern dann auch schnell zu buchen ist. Wir wollten direkt vernetzen zwischen den Buchungen und den Anbietenden, dass da nicht viel Absprachen notwendig sind. Wir haben gesagt, es gab so eine Vielfalt an Angeboten, kulturelles, sportliches, pädagogisches, alles, also ja, sehr, sehr viele Unterschiede, sodass wir gesagt haben, wir brauchen auf jeden Fall auch eine Filterfunktion, damit man sich dann nicht den Wolf sucht unter 2000 Angeboten. Und wir wollten es auch so gestaltet haben, dass wir nicht jedes Angebot, was es denn so gibt, weil es gibt ja schon viele Anbieter, die sehr, sehr gerne an den Schulen ihre Angebote unterbrächten. Aber wir hatten ja schon auch so eine gewisse Qualitätskontrolle vorzunehmen, damit die Angebote, die auf dieser Seite sind, a, qualitativ so sind, dass sie die Ursprungsidee der teambildenden Maßnahmen oder des Teambuildings nach dieser langen Corona-Zeit dann auch entsprechen. Und wir haben für diese Anbieter, deren Angebote, die wir manuell dann in einer Sonderaktion im Sommer letzten Jahres durch Studentinnen haben einpflegen lassen, auch eine Freigabefunktion entwickelt, damit die Anbieter dann auch haben nochmal bestätigen können, ja, so habe ich es ausgeschrieben, so ist es in Ordnung und dann war das Ganze online. Die Website ist die www.schulbooster.de-Seite, auf der noch 2, 3 andere Dinge abgebildet sind. Da haben wir dann die Welcome-Back-Aktion implementiert sozusagen und diese kostenfreien Workshops in dem Webshop angeboten, in diesen unterschiedlichen Kategorien. 2000 Schulklassen zu bespielen, heißt aber nicht 2000 Angebote einzustellen, weil es schon auch Angebote gab. Gerade ob das jetzt der Kletterpark zum Beispiel war, extrem gebucht und sehr, sehr attraktiv. Die haben das eben an verschiedenen Tagen gemacht, sodass ein Angebot auch viele unterschiedliche Klassen abarbeiten konnte sozusagen. Und insofern waren es keine 2000 Angebote, sondern eben, ja, es waren circa 120 Angebote, die aber an verschiedenen Tagen und auch, sie waren von gleichen Anbietern, aber es waren dann auch teilweise unterschiedliche Workshops, die vom gleichen Anbieter angeboten waren. Zum Beispiel ein Kubus, der einmal ein Grundschulangebot hatte, genauso wie ein Angebot für weiterführende Schulen. Die Buchung selber wurde direkt über die Schulbooster-Seite, konnte die vorgenommen werden. Nach dieser eben gezeigten Filterfunktion hat man eine Übersicht bekommen aller buchbaren Angebote grundsätzlich. Die Titel dieser Angebote, die haben dann entweder die Anbieter uns gegeben oder wir haben die selber entwickelt. Dann konnte man auf diese hier in dem Fall orange Schrift drehen und ging dann in die Detailansicht. Aber hier in der Übersicht konnte man dann halt auch schnell sehen, wo ist es, für welche Klassen kommt es in Frage. Und man hat auch auf dieser Übersicht gleich gesehen, ist das Ganze noch überhaupt verfügbar oder bereits ausgebucht, weil einige Angebote waren dann doch auch sehr schnell ausgebucht.
Hier geht es jetzt zur Detailansicht. Sie haben gerade die Übersicht gesehen der Gesamtangebote. Und wenn man dann eben auf diese Einzelangebote gegangen ist oder Aktivität, hat man dann die relevanten Informationen noch bekommen in der Detailansicht. Wer hat das Angebot? Wo trifft man sich? An welchem Datum? Und dann ging es eben zum Anmelde-Button und man konnte sich entsprechend anmelden. Wir hatten da unterschieden zwischen einmal direkter Buchung, das heißt, die Anbieter haben direkt Tage und Uhrzeit eingegeben und gesagt, Dienstagmorgen zwischen 10 und 14 Uhr machen wir das an dem und dem Tag. Und dann konnte das direkt gebucht werden. Und dieses Angebot wurde dann auch direkt von der Plattform genommen oder dort entsprechend gekennzeichnet als ausgebucht, sodass die Anbieter eben selber auch nichts mehr machen mussten und keine Pflege des Ganzen, also die keine Terminpflege mehr selbst betreiben mussten. Die Anfrage selber sieht über ein ganz normales Anfrageformular aus. Das ist jetzt nichts Besonderes. Die war, wie gesagt, direkt möglich. Wir waren in dem Buchungssystem nicht mehr mit einbezogen, weil wir in dieser Form dann direkt die LehrerInnen und die Anbieter miteinander verbunden haben. Die Anmeldungen wurden direkt an die Anbieter weitergeleitet. Die haben dann sofort mit der Buchung eine Mail erhalten, über die sie zusagen oder ablehnen konnten. Die hatten dann gegenseitig ja auch die entsprechenden E-Mail-Adressen. Die ganze Abrechnung selber der Workshops, die eben ja nicht umsonst haben stattfinden können, die haben wir übernommen über diese vielen Stiftungsgelder, die da eingeworben wurden über das Stiftungsnetzwerk der Region Stuttgart, haben wir dann diese ganzen Workshops kostenmäßig übernehmen können, was auch ein super Vorteil für die Schulen natürlich war, dass da keine 4,20 Euro pro Schüler wieder einzusammeln war oder die Klassenkasse beansprucht werden musste. Das haben wir auch als Rückmeldung bekommen, dass das für die Schulen sehr, sehr wichtig war und wirklich viel Aufwand ihnen erspart hat. Das Ganze hat dann, womit wir ehrlich gestanden, ja gut, wir hatten es natürlich gehofft, aber es wurde wirklich sehr, sehr geschätzt und zwar von Seiten der Lehrer als auch von den Anbietenden. Und das sieht man vielleicht auch an den Zahlen. Wir haben eben im ersten Schulhalbjahr, ursprünglich geplant war es fürs erste Schulhalbjahr, weil Welcome Back ist jetzt nun eigentlich am Anfang gedacht gewesen. Dann kam aber mal wieder die Pandemie in den Winter. Aber man sieht dann, also die Hälfte der geplanten Aktionen fast ist schon im ersten Schulhalbjahr gebucht gewesen. Wir haben dann nochmal erweitert auf das ganze Schuljahr, weil, wie gesagt, im Winter einige Schulklassen dann die Angebote doch nicht haben wahrnehmen können, Corona-bedingt doch nicht raus sind und die Klassen wieder teilweise eben mit wenig Kindern in den Klassen saßen. Und deswegen haben wir gesagt gehabt, A, haben wir noch Angebote in petto, B, hatten wir auch noch finanzielle Mittel und aus dem Grund haben wir das Ganze auf das Schuljahr ausgedehnt. Wir haben mit den Angeboten 82% aller Schulen erreicht, was für uns eine enorme Größe ist, all dieweil, wer mit Schulen schon mal zusammengearbeitet hat, es ist doch echt schwierig, an die Schulen heranzukommen und sie von einer Maßnahme zu überzeugen oder von einem Projekt zu überzeugen, wo wir es gut meint, die Schüler im Blick hat, die Lehrer unterstützen möchte in ihren Erziehungsaufgaben, aber allein die Erreichbarkeit der Schulen, dass man da mal die Tür, den Fuß in die Tür bekommt, um das eigene Projekt darzustellen, ist auf jeden Fall bei uns in Stuttgart nicht ganz einfach. Und die Durchdringung mit 82% ist wirklich eine sehr, sehr große, große Zahl. Dann die Bekanntheit dieser Plattform ist natürlich auch sehr groß, sodass wir diese Schulbooster-Plattform jetzt auch weiterentwickeln wollen. Die Nachfrage war eben so groß und sie soll als Bildungsplattform genutzt werden, weil die, wie gesagt, 82% der Schulen sie jetzt kennen und das würden wir gerne nutzbar machen wollen. Die Rückmeldung haben wir auch von den Teilnehmenden auch von allen Seiten bekommen, dass es sehr, sehr hilfreich war, hier eine Übersicht zu erstellen oder erstellt zu haben. Hier sehen Sie eine Aktion, wo Kinder mit einem Waldpädagogen in die
in den Stuttgarter Wald gegangen sind. Das ist der Stuttgarter Albverein oder Schwäbische Albverein gewesen, die sonst auch nie die Möglichkeit gehabt hätten an die Schulen oder nie, aber schwer die Möglichkeit gehabt hätten, an die Schulen heranzutreten mit ihren Exkursionen. Hier nochmal ein paar Reaktionen zusammengetragen. Gerade die Lehrer, die sagten, mein Gott, Gott sei Dank, endlich, wir haben keine, müssen nicht ewig lang recherchieren, welche außerschulischen Aktivitäten es in der Region oder in Stuttgart gibt. Dann die Vielfalt der Aktivitäten war vielen nicht bewusst. Die verschiedenen Kategorien, die hatten wir genannt. Das war auch einigen Lehrern so nicht ganz klar. Durch diese Suchfunktion, die wurde auch sehr geschätzt, konnte man eben nach den eigenen Interessen dann gucken und schauen, was passt für meine Klasse. Und auch die Anbieter, das hatte ich auch schon erwähnt gehabt, waren sehr zufrieden damit, dass sie ihre vielfältigen Angebote eben auch mal sichtbar machen können. Weil sehr wohl, ja, eine Staatsgalerie hat ihre Angebote auf ihrer Seite und der Schwäbische Albverein hat sie auch auf seiner Seite. Aber eben das alles mal auf einer Seite übersichtlich darstellen zu können oder sichtbar machen zu können, war für alle Beteiligten ein wirklich total großer Vorteil. Ich bin Liv Knospe vom Gemeinschaftserlebnis Sport. Wir sind im dem Sportkreis Stuttgart untergeordnet und machen Kinder- und Jugendprogramme mit Sport. Wir wurden angefragt, ob wir als Kooperationspartner Angebote für den Schulbooster machen können und haben dann 5 verschiedene Projekte eingereicht, die auch in der Plattform zur Verfügung standen. Die einzelnen Angebote waren wirklich eine super Gelegenheit, um neue Schulen, neue Klassen kennenzulernen, um da auch in Kontakt mit den Lehrern zu treten, zu merken, wo ist denn noch Bedarf. Und gerade nach Corona ist der Bedarf sehr hoch in den Schulen, auch gerade für den Klassenzusammenhalt was zu machen. Aus unseren Angeboten sollen die Kinder vor allem mitnehmen, neben dem Sport und der Bewegung, der natürlich auch für die Gesundheit wichtig ist, dass sie wirklich für den Klassenzusammenhalt soziale Kompetenzen erlernen, dass sie also den Umgang miteinander lernen, was auch wieder durch Corona gerade sehr in vielen Klassen großes Thema ist, weil es eben durch die lange Pause auch da Probleme gibt und Konflikte gibt, dass man aber als Klasse zusammenhalten muss, die Schwächeren auch mal unterstützen muss oder die Stärken der Schwächeren sehen muss in anderen Feldern, dass man also diese Thematiken mit berücksichtigt und eben durch die Spieler auch mit anregt und weiterträgt durch eine Reflexion und dadurch der Sport als Mittel dient, um eben diese sozialen Kompetenzen weiterzuentwickeln. Ja, wie geht's jetzt weiter mit der Plattform? Die Frau Wolf hat schon angekündigt gehabt, dass wir die weiterentwickeln wollen. Das hat sich jetzt auch durch die entsprechenden Rückmeldungen ja ergeben, die ich Ihnen aufgezeigt habe. Wir wollen auch die Plattform als Bildungsplattform nutzbar machen für zusätzliche Felder, für Präventionsangebote oder für die Bündnis von nachhaltiger Entwicklung. Angebote gibt es bei uns in Stuttgart ein Kooperationsnetzwerk zum Thema Natur und Umwelt, dass wir verschiedene Felder noch mit aufnehmen. Da sind wir jetzt konkret schon in der Weiterentwicklung und da haben sich dann für uns dann natürlich noch mal ein paar Fragen ergeben. Einmal kann die Kostenfreiheit natürlich nicht für immer und ewig weitergehen. Das haben wir jetzt für dieses Schuljahr durchaus noch gesichert, aber die Angebote, die sind ja nicht immer kostenfrei. Erst eben habe ich wieder einen Anruf gehabt von einer Schule außerhalb von Stuttgart, die da wahnsinnig gerne mitgemacht hätte, aber das ging eben nicht, weil wir städtische Gelder hatten und regionsbezogene Gelder, sodass wir diese Plattform wirklich nur für die Stuttgarter Schulen auch in dieser Form haben anbieten können, beziehungsweise die Buchungen waren nur für Stuttgarter Schulen möglich. Wie gehen wir also mit den Kosten um, die da künftig entstehen? Da stellt sich dann eben die Frage, ob wir dann gleich eine E-Commerce-Plattform sind und entsprechende Gewährleistungsfragen haben. Dann die steuerliche Situation ist für uns zu klären, weil Verlinkung an manchen Stellen eben als Sponsoring gesehen wird. Und da sind wir jetzt in der rechtlichen Klärung gewesen. Auch hier kann ich in der Stelle ganz frisch berichten. Wir haben gestern die Rückmeldungen bekommen. Wir können entsprechend weitermachen, weil nach Paragraph, ich könnte es Ihnen sagen, ich habe es aufgeschrieben, aber wenn man jetzt die Logos verlinkt und auch die Seiten verlinkt von den Anbietern, noch nicht von einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb reden kann. Das ist für uns als Stiftung natürlich sehr wichtig, wo wir diese Plattform unterhalten, weil wir ja entsprechend kein wirtschaftlicher Zweckbetrieb sind, sondern gemeinnützig agieren.
Und bei der E-Commerce-Plattform, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir die Buchung nicht direkt bei uns vornehmen lassen. Also diese entgeltliche Buchung, da müssen wir unterscheiden zwischen kostenfreien und entgeltlichen Angeboten. Und da haben wir dann noch ein Datenschutzthema, weil wir ja die Daten entsprechend weitergeben an die Anbieter. Das lässt sich aber alles lösen. Das ist nur eine Frage der Formulierung, sodass wir sehr froh sind, jetzt gestern das Go bekommen zu haben von der rechtlichen und steuerlichen Seite und wir das weiterentwickeln können. Plan ist dann, dass wir ab dem neuen Schuljahr eben diese Welcome-Back-Seite, es wird nicht mehr Welcome-Back heißen, weil Welcome-Back ist dann eben ein Schuljahr gewesen nach dieser langen Corona-Zeit. Aber es ist geplant, dass wir die Angebote, die es in Stuttgart und der Region gibt, für Schulen weiter sichtbar machen auf dieser Seite und zusätzliche Felder sukzessive aufgenommen werden. Ja, und jetzt kommen wir auch schon zum Schluss. Möchten auch gerne mit Ihnen in Austausch kommen. Wir haben ziemlich viel gelernt, als wir dieses Projekt durchgeführt haben. Das können Sie sich vorstellen, mit so vielen Stakeholdern, für so viele Schüler, mit so vielen Schulen, mit so vielen Geldgebern. Wir haben das alles noch nie gemacht. Wir haben auch noch nie Eis ausgefahren, 50.000 Portionen. Aber jetzt wissen wir, wie das geht. Und die wichtigste Lessons learned, möchte ich jetzt nur nennen, ist, die Schulleitungen sind entscheidend. Also dieses Gremium dieser Gesamtschulleiterkonferenz, das war für mich persönlich das allerwichtigste Gremium. Wenn die Schulleitungen was wollen, dann kriegen sie das, also dann kann man das auch machen. Und wenn sie wollten es und deshalb, glaube ich, sind wir auch so erfolgreich. Das ist das Entscheidende oder die Hauptlessons learned. Und der zweite vielleicht wichtigste Punkt für mich persönlich ist der unterste. Wir konnten eben zeigen, dass wir von der Zivilgesellschaft aus wirklich ein dreiteiliges Geschenk, ein großes Geschenk für alle Stuttgarter Schülerinnen und Schüler für 170 Schulen zur Verfügung stellen können. Die Zivilgesellschaft kann das. Und das ist so viel zum Lessons learned, aber es braucht natürlich eben eine gute Koordination, eine gute Kommunikation, wie immer. Ganz kurz zum Zeitstrahl, das ist jetzt wirklich die letzte Folie. Das Ganze hat stattgefunden, die ersten Gedanken und Ideen, wir wollen, was machen wir, unsere Schüler waren im April und die Umsetzung war dann ab dem 20. September. In dieser ganzen Zeit haben die ganzen Abstimmungen stattgefunden. Was wollen wir jetzt, also diese Entwicklung dieses dreiteiligen Geschenks, das war so April bis Juni. Dann das Fundraising eigentlich von der ersten Sekunde an, das musste bis Mitte Juni stehen, damit wir wirklich die Finanzierung hinbekommen. Und natürlich dann eben auch die Programmierung der Plattform, die Befüllung des Online-Shops mit den Angeboten. All das musste stehen bis zum 20. September. Einfach nur, aber in einer kurzen Zeit und dann immer die Sommerferien beginnen. Aber man kriegt es hin. Und hier sind noch unsere Kontaktdaten. Wir stellen die Präsentation gerne im Nachgang zur Verfügung, falls Sie Fragen dazu haben.